Ja, hallo und herzlich willkommen auf Garados Damage, seinem Kanal. Wenn ihr euch hier verirrt habt, bleibt einfach dran, guckt meine Videos davor, da habe ich so ein kleines Gewinnspiel am Laufen, beziehungsweise das größte, was ich je im Laufen hatte, meiner Meinung nach, weil es gibt die besten Gewinne. Es dauert wirklich mal eine Woche lang konstant. Ich werde also wirklich die Auflösung erst nächste Woche preisgeben, an dem Sonntag. Müsste dann der 15., der 22. müsste das sein. Auf jeden Fall, wenn ihr das Video nicht geguckt habt, werde ich kurz nochmal erklären, worum es geht. Ich habe gegen einen Freund Pokémon Stadium gezockt und ja, ihr konntet mitmachen, teilnehmen, indem ihr gesagt habt, wer gewinnt. Ob ich gewinne, Garados Damage oder mein Freund. Und ja, wenn ihr dann richtig liegt mit eurer Vermutung, wenn ihr zum Beispiel mein Freund gewinnt, dann habt ihr auf jeden Fall gewonnen. So. Und wirklich jeder der Teilnehmer kriegt einen Gewinn diesmal. Deswegen ist das so groß und umfangreich. So, und jetzt möchte ich kurz auf die Gewinne eingehen, damit ihr auch schon mal wisst, was es so gibt. Damit ihr auch Lust habt, noch eventuell noch daran teilzunehmen. Ihr habt also bis Sonntag Zeit. Also bis Samstagnacht quasi, 12 Uhr, habt ihr Zeit. Und ja, das seht ihr hier vor euch, denn das ist kein Unboxing. Das werden einfach nur kurz die Gewinne. Ja, das hier ist eine Leerbox. Keine Angst, es gibt keine Leerbox zu gewinnen. Das ist aus der Hoenn-Region. Beziehungsweise aus der Hoenn-Kollektion. Hier steckt so eine überdimensionale Karte hier drin, hier hinten. Da wird auch wieder eine reinkommen, random. Eine, dann werden hier drei frische Booster reinkommen. Und hier werden drei spezielle seltene Karten reinkommen. Das werde ich also so wie in der Hoenn-Region, Hoenn-Kollektion, werde ich das selber noch befüllen. Quasi ein Refill. Und dann werde ich das so versenden. Hatte ich eigentlich erst gar nicht vor, aber dann habe ich einen Karton gefunden, wo genau das reinpasst, den ich auch versenden kann. Also, ja, werde ich das so machen. Ganz einfach. So, und dann gibt es noch diverses Equipment zu gewinnen. Hüllen, Chips, Schadensmarken, Spielmatten, whatever. Hier muss ich noch gucken, da habe ich auf jeden Fall viel übrig, was ich da so zu verlosen habe. Ja, und dann gibt es diverse Einzelbooster zu gewinnen. Frische, wie ihr seht, zu, also originale Booster von X und Y Flammenmeer allerdings nur. Beziehungsweise muss ich ganz kurz schauen, X und Y Flammenmeer und... Da war noch eins, wartet mal kurz, muss ich kurz mal, ja, nee, X und Y Flammenmeer ist richtig und ein paar Booster, schaue ich auch nochmal eben kurz nach, von Fliegende Fäuste gibt es auch noch ein paar zu gewinnen, also X und Y Flammenmeer, X und Y Fliegende Fäuste und X und Y, na sag schon, Phantomkräfte, genau, das war's, also die drei Sets von X und Y, genau, also das erste Set, normal X und Y und das letzte Protoshock X und Y, da eben nicht, nur die drei, die dazwischen kamen, gibt es original verpackte Booster zu gewinnen. So, dann gibt es einen sehr krassen Gewinn, das ist quasi ein Neujahresgeschenk, so habe ich das genannt. Das sollte man dann auch zum Schluss öffnen. Derjenige, der es kriegt und darüber ein Video dreht. Weil hier in diesem Paket, da steckt eine richtig, richtig seltene Karte drin. Die ich allerdings doppelt habe oder auch damit nichts mehr anfangen kann. Ja, so ist es eben. Also da gibt es auch drei Stück, glaube ich, von, die ich so auch eingepackt habe. Man sieht es ja hier, ich habe es selber eingepackt in Geschenkpapier. Soll also wirklich so ein kleines Geschenk sein für euch. Ja, und dann gibt es hier diese Themendeckboxen. Keine Angst, da ist kein normales Themendeck drin. Ich werde das jetzt nicht umdrehen, weil da ist eine Karte vorne drauf. Eine spezielle holographische Karte mit einer Münze. Und ich will jetzt nicht preisgeben, welche Münze und welche Karte da drin steckt. Auf jeden Fall habt ihr hier die Spielunterlage, die Anleitung, die Schadensmarken, die Münze und eine spezielle holographische Karte und die Deckbox mit einem von mir zusammengestellten Deck. Was allerdings auch nicht gegeben sein muss, dass man damit direkt losspielen kann, weil ich einfach Karten zusammengeworfen habe, die ich da reingepackt habe. Unter anderem EX Full Arts und
EX-Karten und Half-Arts, also alles zusammen gemixt. Wollte ich euch nur mal kurz eben sagen, was es bei diesem Gewinnspiel zu gewinnen gibt, damit ihr vielleicht noch mehr Lust habt, daran teilzunehmen. Ich sag mal ganz kurz, ich weiß nicht, warum ich das mache, aber es ist einfach so, dass ältere Sammler auch hier diese seltene Karte hier doch sehr ansprechen könnte. Beziehungsweise auch frische Booster spricht ja quasi jeden an, damit man nochmal wieder so ein Unboxing hat. Und ich würde ganz einfach sagen, so ein paar Namen hier, Playmaster, Pokémon Let's Play oder Collecting Tita oder Milotic Love, Arctos Liebe, Glurak Boxing, diese ganzen guten Poketuber, die könnte das hier wirklich, wirklich sehr, sehr interessieren, an meinem Gewinnspiel teilzunehmen, weil es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich wirklich. Ich habe mir einige Mühe gegeben, da richtig krass was zusammenzustellen, beziehungsweise die große Box, die werde ich noch zusammenstellen. Und was dann der erste Preis ist, was der zweite Preis ist, das werde ich jetzt nicht verraten. Das werdet ihr dann sehen, wenn ich sage, okay, er ist Erster geworden. Er wird dann sehen, was er bekommt. So, das wollte ich nur kurz sagen. Einfach, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, ihr nehmt auch rege an meinem Gewinnspiel teil. Wenn nicht, auch nicht schlimm, dann behalte ich diese natürlich erstmal. Und dann sehen wir uns wieder in meinem nächsten Video. Euer Garados Damage verabschiedet sich somit mit einem lauten Tschö mit Ö, Ciao mit V. Bis dahin. Viel Spaß noch. Tschüss.